Hallo und herzlich willkommen in meiner Kochecke. Heute koche ich ein leckeres, schnelles One-Pot-Gericht mit Asianudeln und orientalischen Gewürzen. Dafür benutze ich folgende Zutaten: Karotten, Brokkoli, Paprikaschoten, Kokosmilch und Asianudeln. An Gewürzen nutze ich Sojasauce, Pulbiba, Kurkuma, Ingwer, Fenchel und Erdnussöl zum Anbraten. Zuerst teile ich den Brokkoli und schneide ihn dann in Röschen. Danach schneide ich die Karotten in dünne Scheiben. Als nächstes halbiere ich die Paprikaschote und schneide sie in Streifen. Die Zwiebel habe ich halbiert und dann in Scheiben runtergeschnitten. Das Erdnussöl gebe ich in eine Pfanne. Ich nutze es gerne, da es gut riecht und super schmeckt. Wenn das Erdnussöl erhitzt ist, gebe ich den Brokkoli dazu. Danach kommen die Möhren und die Paprika dazu. Alles gut durchrühren und weiter braten. Nach circa 5 Minuten gebe ich die Zwiebeln dazu. Dann lasse ich es noch mal weitere 5 Minuten braten. In der Zwischenzeit bereite ich die Asianudeln vor. Ich gebe sie in eine Schüssel und überbrühe sie mit Gemüsebrühe. Es dauert ungefähr 5 Minuten, dann sind die fertig. Zu dem Gemüse gebe ich jetzt Kokosmilch dazu. Die Kokosmilch lege ich vorher in heißes Wasser und schüttel sie gut. Dann wird sie schön flüssig. Jetzt presse ich noch eine Knoblauchzehe hinein. Nun würze ich mit den Gewürzen, mit Fenchel, Pulbiba. Damit sollte man aber vorsichtig sein, das ist sehr scharf. Kurkuma. Und rühre alles nochmal gut durch. Dann gebe ich die Asianudeln dazu und verrühre das Ganze. Zum Schluss gebe ich noch Sojasauce dazu, einen kräftigen Schuss. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo von euch sehr freuen. Nochmal kräftig durchrühren und dann ist es auch schon fertig. Einfach auf einem Teller anrichten und genießen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!